zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind im Institut, das Endgame ist angebrochen und wir werden jetzt hier alles abbrechen, was nicht nied- und nagelfest ist. So sieht das also hier aus. Mann, kein Wunder, dass Sie lieber hier unten sind. Wer schießt hier? Hallo. Was ist los? Haben Gesellschaft. Hä? Du kannst dich nicht einfach hinter die Wand teleportieren. So, jetzt aber. Jemand muss mir helfen! Jemand muss mir helfen! Ach, come on! Warum können denn die nicht bitte jetzt einfach sterben? Genau, so wie der. Oh ja! Wer hat gewonnen? Oh mein Gott, die Geschütze! Da oben sind sie. Ich suche die ganze Zeit. Ich denke mir die ganze Zeit, was schießt denn hier die ganze Zeit? Ist ja komisch. Die Antwort ist... Ah! Ist die Antwort. Ist eine ungewöhnliche Antwort, aber... Kaputt. Hallo. Gorillas. Ihr seid frei. Ich mach die Scheibe kaputt. Ich kann die Scheibe nicht kaputt machen. Oh, oh, die Gorillas sind frei. Warum sollten die aggressiv sein? Ich habe dir nichts getan. Na gut, es sind synthetische Gorillas. Wahrscheinlich wurden die darauf programmiert, uns anzugreifen. Ich will euch gar nicht töten. Ihr armen Tierchen. Ach so, die kommen da nicht durch. Haha. Oh oh. Gorillas sind so intelligente Tiere. Die finden immer einen Weg. Dass die Gorillas gemacht haben, dass sie in dem Spiel Gorillas gemacht haben. Nur, damit hier zwei Stück auftauchen können. Ist das nicht irgendwie ein bisschen cool? Warum ausgerechnet Gorillas? Wahrscheinlich hatten die Gorillas irgendwie mal im Spiel eingeplant gehabt für irgendwas. Vielleicht wollten sie so Ghoul-Gorillas machen. Ghoul-Rillas. Wie wir sie dann eben auch in, im DLC treffen können. Na, wie heißt er? Nuka World. Aber wer weiß. So. Ich nehme mal noch ein bisschen Raketenwerfer. Solange wir noch Raketen haben. Mal schauen. Ah, jetzt kommen wir erst wirklich ins Institut. Ins Institut. Hast du das gesehen? Nein, ich sehe nie irgendwas. Grundsätzlich, aus Prinzip. Au, 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 was ist denn jetzt los? Ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Was schießt denn da auf uns? Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe doch den Wet-Modus aktiviert gehabt und jetzt bin ich fast tot. Was ist denn wirklich jetzt passiert? Keine Ahnung, was das jetzt war gerade. Aber es war nichts Gutes. Auf jeden Fall. Jetzt sterben, das wäre bitter. Sag mal, habe ich kein Wasser dabei? Also wirklich, ich habe gar nichts dabei. Ah, unsichtbare, nervige Batzen sind da. So, nicht mehr so unsichtbar, ne? So. Ist da noch jemand? Oh mein Gott! Granaten! Oh, what happened? Ich brauche eine konventionelle Waffe, glaube ich. Na kommt, jetzt steht halt nicht alle hier. Was ist denn los? So, jetzt aber. Mensch, ey. Furchtbar. Und Preston verschießt die ganze Alien Blaster Munition. Aber irgendwer muss sie ja verschießen. Wir würden sie ja nicht machen. So, Doc Meat kriegt wieder sein tägliches Stimpack. Er hatte ziemliche Schmerzen. Ist da jemand? Hier drüben! Was? Verdammt! Hm, habe ich den jetzt getroffen oder nicht?
Endkampf! Action! Level up! Yeah! Was lernen wir uns noch schnell zum Abschluss? Was könnten wir jetzt noch schnell brauchen hier? Action Boy haben wir auch. Wisst ihr was, wie wäre es einfach mit ein bisschen mehr Wahrnehmung? So, und schon treffen wir alles besser. Und ich verdrück mich. Aber macht nichts. Soll ich mal Artillerieunterstützung anfordern? Ist bestimmt very effective. Warte mal, das schreit doch nach Raketenwerfer, oder? Wie viele Raketen haben wir noch? 4 Stück. Na dann, eine auf den und keine mehr. Okay, passt schon. Oh, der andere ist irgendwie gestorben. Ich war es nicht. Systeme beschädigt, Fahrer herunter. So, du da. Raketen! Und nochmal. Nur so zum Spaß. Sehr gut. Aber jetzt wieder eine Rakete haben wir noch. Die heben wir uns auf. Hier haben wir noch eine Heated Rivet Gun. Schussmunition. Oh, nicht gegen dich. Den brauchen wir auch nicht unbedingt. Heben wir uns auf. Ihr Angriff auf den Hinterhalt ist gescheitert. Und jetzt müssen Sie sterben. Ihr werdet noch lang. Da ist einer. Oh, der hat einen Namen. XPN20A. Okay. Wird aufgelöst. Hey General. Ich habe den Reaktor gefunden. Ghoul Slayer. Du musst in die Abteilung fortschrittliche. Gleich. Warte, Moment. So. Systeme. Die ist allerdings leider abgeriegelt. Ich kann das von hier nicht überbrücken. Der Befehl kann nur vom persönlichen Terminal des Direktors aus erfolgen. Du wirst dir irgendwie Zugang dazu verschaffen müssen. Okay, das machen wir. Was ich echt gern hätte, wäre ein Bett. Mal schauen, ob wir hier irgendwo ein Bruderschaftsbett finden können. Aber es ist irgendwie alles abgeriegelt und so. Das wird schwierig. Aber versuchen wir es mal. Ah, hier ist wirklich alles abgeriegelt. Damn. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo Zugang kriegen. Ah, mit dem Lift können wir fahren. Ja gut, das heißt dann, die Bettensuche müssen wir leider vertagen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein Bett irgendwo finden. Ob wir hier jemals in die Privatgemächer noch können. Drücken wir mal Knöpfchen. Oh Gott, warum muss ich das alles drehen? Mir wird schwindelig. Okay, Vorsicht. Wir sind ganz vorsichtig. Das war beängstigend. Hä? Okay. Wir fahren noch weiter. Wo fahren wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ah, hier war doch der erste Kontakt mit dem Institut. Was ist los? Hier habe ich doch Vater ermordet. Ach, da ist er ja immer noch. Die haben dich nicht mal weggeräumt. Du liegst da immer noch so rum. Dann bin ich nicht nett von denen, dass die dich überhaupt nicht irgendwie... Naja, schauen wir mal weiter. Schon witzig, oder? Lassen den einfach da liegen. Ist ja egal. Der läuft eh nicht mehr weg jetzt. Fusionskern entfernt. Aber zum Glück haben wir am Anfang ja so viele bekommen. Oh, hier ist noch Blut an der Wand. Als wäre ich gerade erst da gewesen, ne? Faszinierend. Ah, das ist leider kein richtiges Bett. Terminal. Aktiviere Evakuierungsprotokoll. Das ist schon mal gut. Überbrücke Master-System-Sicherheitsabriegelung. Machen wir auch. Synth-Abschaltung. Nicht autorisiert. Oh, schade. Okay, gute Arbeit. Damit dürfte der Weg zum Reaktor offen sein. Und noch eine gute Nachricht. Ich habe das Teleporter-Ding zum Laufen gebracht. Sollte also bereit sein, um dich bei Bedarf rauszuholen. Cool. Das ist gut zu wissen.
Das ist gut zu wissen. Deswegen darfst du mich jetzt bitte nicht dissen. Okay, Badezimmer. Dusche. So. Ich frage mich jetzt gerade, wie passt diese Riesen-Power-Rüstung in diese winzige Dusche? Ich glaube, da kann was nicht stimmen. Oder? Ich glaube, da kann was nicht stimmen. Warum gibt es keine Spiegel? Eigentlich. Jetzt mal wirklich. Früher gab es Spiegel in Videospielen. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Max Payne, glaube ich, zum Beispiel, hatte sehr schöne Spiegelungen. Und überhaupt. Überall Spiegel früher. Heute selten. Braucht es wirklich so viel Leistung? Ups, das wollte ich gar nicht. Ich habe nur versehentlich geschossen. Du kannst deinen Sensor sagen, dass das nur ein Versehen war. Was ist mit dir los, Wissenschaftler? Wir evakuieren. Du solltest dich bitte zum Ausgang begeben. Ganz genau. Lauf. Vorsicht. Au, au, au. Was ist los? Dogmeat, warum machst du denn eigentlich nichts? Ach, der macht was. Sterben. Wobei ich ja ein Roboter bin. Und deswegen weiß ich nicht so recht, ob ich überhaupt sterben kann. Ob sterben der richtige Ausdruck ist. Aber was ich mich wirklich frage ist, warum sind hier so komische Laserschranken vor den Türen, damit ich nicht durchkomme? Nein, was ich mich wirklich frage ist, die Synths, die irgendwann in ihrer Entwicklung haben die einfach, also dass die überhaupt noch Synths genannt werden, weil die ersten, hallo, die ersten Synths unter Anführungsstrichen, sind einfach nur Roboter, Endoskelette, ohne irgendwas. Da packt man dann ein bisschen Rüstung drauf und dann sagt man so, wir haben jetzt einen synthetischen Menschen geschaffen. Da denke ich mir, nö, das sind einfach nur Roboter. Und dann auf einmal werden die aber aus irgendeiner Maschine biologisch hergestellt quasi und es ist total crazy und nicht mehr vergleichbar. Und da denke ich mir, hä? Das ist doch nicht die gleiche Technologie. Die haben doch nichts miteinander zu tun. Ist es vorbei? Oder? Oh, oh, hallo. Wenn ich jetzt eine Rakete hätte, würde ich die so da reinschießen. Yeah. Letzte Rakete, aber schön genutzt. Moment, wir haben noch eine. Echt? Cool. Dogmeat, du beißt den gerade in die Luft. Da kann ich nicht zusehen. So. Gut, ich weiß nicht, wo die alle hergekommen sind. Aber jetzt sind sie weg. Ich höre Schritte. Ich weiß nicht, woher. Au, du da. Warst du die Schritte etwa? Gemeinheit. Es hat sich ausgeschrittet. Bitte keine Schritte. Huah. Hallo? Wo muss ich gleich nochmal hin? Ich weiß es nicht mehr. Dahin? Ich glaube nicht. Faszinierend. Wissenschaftler, Minuteman. Wer schießt da? Und auf wen? Wer weiß. War hier nicht irgendwo ein Shop? Hier ist zumindest eine Krankenstation. Hm. Mal gucken. Zentralprotokolle, bla bla bla. Vorfallsberichte, ist mir auch egal jetzt. Persönliche Notizen brauchen wir auch nicht. Aber Stimpaks nehme ich mit. Ja, Betten gefunden. Jetzt müssten wir nur alle Synths hier töten. Und dann könnten wir theoretisch in den Betten schlafen. Das wäre ziemlich cool. Aber meint ihr, irgendwann sind wirklich alle tot oder kommen da einfach unendlich viele jetzt? Das finden wir raus. Da ist irgendwas. Hier, schnell. Nimm.
Ich würde so gern speichern können, nämlich. Es wäre so cool, wenn wir speichern könnten. Ich habe aber echt Angst, aus meiner Powerrüstung auszusteigen, weil irgendwie habe ich Angst. In dem Moment, wo ich aussteige, kommt jetzt bestimmt irgendjemand und schießt uns super tot. Hey, wir können hier einfach eine Stunde schlafen. Großartig. Leute, dann müssen wir jetzt leider hier die Folge beenden. Ich habe ein bisschen Zeitdruck nämlich heute, deswegen die Folge etwas kürzer. Aber wäre nicht das erste Mal, dass eine Folge dann auch mal wieder länger dauert als 20 Minuten. Insofern gleicht sich im Leben alles aus. Macht's gut und danke fürs Zusehen. Ciao.